Wow, das war mal eine Bombe. Vielleicht kriegst du ja auch was Lustiges mal heute auf deinen Film. Nicht dein Ernst. Geiler Typ. Er ist überragend. Besser kann ich nicht abschlagen. Also mein Gefühl ist heute eigentlich da. Dann wird das sauer. Komm jetzt. Das war die Wende. Schneid es bitte raus. Servus, Leute. Hallo. Hallo. Heute gibt es den Kampf der Geschlechter, quasi. Kevin gegen Easy. Und zwar spielen wir hier im Golfclub Habsack wieder. Den kennt ihr schon von anderen Videos. Aber heute von den hinteren Abschlägen. Weil du hast bald Clubmeisterschaften. Das heißt, sie muss von den Championship-Abschlägen spielen. Was heißt, dass ich auch von da spielen muss, also von weiß. Dadurch ist der Platz irgendwie für mich, keine Ahnung, 600 Meter länger. Wollen wir mal schauen, was da abgeht. Zeltspiel natürlich, ne? Das mit dem Stableford, das lassen wir. Zeltspiel, okay? Also viel Spaß. Jawohl. Ja, schönes Spiel. Hast? Danke. Sauber, geradeaus. Fängt es schon wieder so an. Jedes Mal, wenn ich mit dir spiele, schlägst du Dinger Kerzen gerade. Also sehe ich das richtig, dass du mich quasi ausgedrived hast? Richtig. Der Slice rechts weg. Bitte bleib da. Das sieht schlecht aus. Ist aus, ne? Da ist aus. Fuck. Ja, und jetzt bin ich links in der Walachei. Der könnte, müsste aber da sein. Oh. Aber der rollt. Guck mal, der rollt fast. Guck mal, der rollt aufs Grün. Passt. Super. Was ich wegen dem Stress vergessen habe beim ersten Tee. Also, zuerst mal, was wollte ich denn eigentlich sagen? Ach so, da ich jetzt über 1000 Abonnenten habe, gibt es jetzt auch Werbung vor den Videos. Ich weiß, das nervt zwar, aber wenn ihr die anguckt, dann kriege ich irgendwie 2 Cent oder sowas. Das heißt, wenn die Werbungen kommen und da dann nach 6 Sekunden übersprungen werden kann, dann einfach nochmal 2-3 Sekunden warten, dann zählt das als Aufruf und dann kriege ich 2 Cent oder 3 Cent oder so. Genau, also guckt die Werbung ein bisschen länger. Ansonsten, ja, neuer Platz. Fürs Tracking nutze ich ja Hole 19, die App. Schon oft empfohlen. Mhm. Gibt es auch einen klasse Code. KW Golf 20 Gutscheincode. Mal in der Videobeschreibung gucken. Genau. So, genug vom Werbeblock. Jetzt muss ich mich mal raffen hier. Na, ey. Geht ja gut los. Das geht richtig gut los. Oh, lang. Okay. Oh, der wäre fast gegen das Ding gesprungen. Und Paar. Geil. Super. Ja. Das ist das Loch. Rechts und... Wuh. 8. Oh nein. Der passt schon. Ja, ist klar. Gerade. Ja, fast wegen zu gerade. Oh nein. Der ist aber noch mal richtig aufgezogen, aber jetzt ist er halt rechts. Bis nach hinten gekippt, ja, oder? Ja, wie immer. Ja. Bisschen links, aber passt. Ja, du, die habe ich echt noch nicht unter Kontrolle. Ja, komm, der war ja wirklich ziemlich gerade. Was war das denn, ein Fünferholz? Drei. Dreierholz. Fünf habe ich jetzt nicht mehr. Sehr gut. Ja, der war stark. Very nice. Oh. Oh, ja. Weiter. Oh. Dass ein Dreipad wird. Scheiße. Hey, ich habe so einen hohen Puls, ich muss ihn erstmal runterbringen. Ich auch. Wenn du da immer was schnaufen hörst im Video, bin ich das. Ich auch. Oh Gott. Schlecht gelesen. Stopp. Mist. Das ist dann das Bogey, hm? Ja, was? Jetzt mach mal einen Schlag gut, jetzt Junge, komm. Mm. Aber
auch, startet ja auch schon schlecht. Ist ja schon alles falsch. Auch 6. Ist ja auch eine Par-3-Challenge gleichzeitig, ne? Auch noch. 10 Euro sind im Pott. Bitte? Ja, jeder 5. Ist klar. Normal. Für alle 4. Bei jedem, ja. Du kannst ja gewinnen. Eher als ich. Oh doch, der ist drauf. Oh. Oder? Ich habe nicht landen gesehen. Das kann ich dir jetzt nicht so genau sagen. Also eigentlich vom Gefühl her in allem war er gut, aber... Oh. Huh. Das ist nicht dein Ernst. Ich habe richtig dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ey, komm. Oh, so ein Mäusekiller liegt neben der Fahne. Also, kurze Fahne, kein Grün, 5 Euro verloren. Du ja da entspannt 3 Meter weg liegst. So ein Puls. Kurz. Schafft das auf Grün? Oh, schafft sogar aufs Grün. Gerade so. Ey, Kevin, ey. Ist dünn ist das. Schenkst du mir den nicht? Den schenke ich dir natürlich. Danke. Das ist ein Paar. Glückwunsch. Mutig, ja. Schade. Schnell. Ja, besser als zu langsam. Ja, aber das... Das Gefühl, das ist noch nicht da. Jetzt bergab. Wie habe ich denn das vom Griff her auch irgendwie anders gemacht, die letzten Male? Yep. Bogi. Oh, die Paar. Was bin ich jetzt? 5 hinten oder so? Jesus. Oh Gott. Ist er reingesprungen? Nee, oder Glück, dass er dann nach links ist, ein bisschen. Passt. Ja, passt. Oh. Oh, der ist jetzt auch mal rechts. Das könnte Bunker werden. Ja, ist auch definitiv. Was ist das meine Chance, denn? Ist ein paar Schläge gut zu machen? Ja, was mache ich denn? Oh, super. Super. Oh nein, getoppt. Und rechts. Und Bunker. Und rein in den Bunker. Rollt er wenigstens noch, ja. Oh. Was machst du denn? Was mache ich denn? Krieg ich nur noch den Rest drauf von deinem Schlag, der schön auf dem Grün liegt. Oh, das ist aber nass hier und hart. Wie spielt man denn aus so einem quasi harten, nassen Bunker? Das weiß ich ja gar nicht. Hm. Schnell sind sie schon hier, die Grüns. Heute so, ja, tatsächlich. Gerade auf den letzten Metern. Das stimmt. Stehe ich da drin, ne? Kannst du reinstellen. Ist dir wurscht, ne? Ja, ist wurscht. Du machst den so sicher rein. Bestimmt. Das war jetzt der 4. Ach, Kevin. Der 5. Und der 6. Ah, Gott. Komm, ey. Ich habe heute auch irgendwie viel zu viel Kraft. Auch 6. Die 6. Mhm. Habe ich halt mal wieder nichts gut gemacht. Plus 8 nach 4. Eieieiei. Wow. Das war mal eine Bombe. Die bitte nicht im Bunker ist. Das sah eher wie drüber aus. Jawohl. Auch gerade, aber auch Bunkergefahr. Oder? Rechts? Rechts. Also genau gleich. Eieiei. Super Schlag. Kerzen gerade! Ist doch nicht dein Ernst! Ja, aber schau mal, wo der jetzt ist. Da ist ein Bunker auf jeden Fall. Mhm. Vielleicht hast du den ja mal erwischt. Ich war doch gerade schon im Bunker. Soll ich nochmal? Das ist jetzt die Frage. Ich habe jetzt hier immer die gleichen Distanzen. Ich bin hier immer bei 155. Kann ich gleich wieder eine 7 schlagen? 150, ne, ist eine 8.
Und? Er sliced wie erwartet, leider zu viel. Oh. Auch im Bunker, super. Boah, das läuft heute. Oh. Ja, aber ist auch okay. Halt reingehackt, ja. Aber also. Ich sag mal. Lange Distanz im Bunker zum Überqueren. Ich lieg im Loch, will ich dazu sagen. Schauen wir mal. Kann natürlich auch sein, dass er direkt nochmal im Sand landet. Oh, scheiße. Das reicht halt nicht. Aber er ist nicht nochmal im Sand gelandet. Ja, immerhin. Du oder ich? Ja, ich bin außerhalb, ich spiel mal. Ich mach mal rein. Okay. Mit Ankündigung. Ah ja, rein, sag ich ja. Sandy Paar mit null Putts, weil für die Statistik außerhalb vom Grün. Sandy Paar würde ich sagen. Komm jetzt, das war die Wende. Das macht mir aber Druck. Ja. Da komme ich jetzt nicht rein. Schade. War schön, aber... So. Das ist halt nur eine 5. Ich kenne dieses Loch. Insbesondere die Region rechts vom Bunker zwischen den zwei Bäumen. Kenne ich ganz gut. Dann spiel einfach nicht dahin. Ja, mache ich dann nicht. Okay. Da ist ja echt noch einiges an Fairway. Passt. Der ist super. Passt, oder? Ja, wunderbar. Mitte Fairway. Perfekt. Wieder gerade. Oh. Oh. Naja, da liegt er. Da liegt er oben drauf. Gut. Passt. Auf dem Plateau. Schon stabil, deine Drives. Heute wieder, ja. Kurze Frage. Hm. Habe ich dich ausgedrived eigentlich jetzt hier auf dem Loch? Ja, hast du. Ziemlich weit, ne? Auch, muss man sagen. Okay. Reicht. Boah. Ist da ein Bunker? Ach, nee, der komm. Ist da ein Bunker oder was? Nee, der ist halt dann im Vorgrün stecken geblieben. Passt doch. Oh nein, links. Komm, oh, rechts. Der passt aber schon. Rum. Komm, geh in die Mitte. Geh einfach auf die Mitte. Ja, ja, passt doch. Oh Gott, ist der viel zu wenig. Ist der zu wenig? Oh Gott, ist der viel zu wenig. Naja, beim Chippen wäre es das gleiche gewesen. Ja, wahrscheinlich. Oh. So, ich muss mich jetzt hier schon noch mal kurz ein bisschen konzentrieren, damit ich hier ein Paar spiele. Mach das. Bin ich gespannt auf das Paar. Angekündigt hast du es jetzt. Hm. Habe ich zu dünn getroffen. Mhm. Habe ich zu dünn getroffen. Oh Gott. Das ist echt peinlich, was ich patte. Hast du dir den jetzt selber geschenkt, ne? Den habe ich mir jetzt, das hätte ich mir zugetraut. Ja, ich bin da immer viel zu langsam. Auch eine 5, hä? Ja. Mache ich heute mal wieder nichts gut. Weil ich heute leider zu schlecht patte. 166 Meter übers Wasser. 8,50, 7,60, 6,70. Muss ich eine 6 draufballern. Nein. Ah. Muss ich wohl nochmal, hä? Droppen. Ich droppe. Man sieht jetzt zwar nichts. Ich kann nur sagen, das Ding ist kerzengerade. Liegt auf dem Grün. Und ich bin die nächsten 5 Euro los. 60 Meter. Lobwedge voll, oder? Eigentlich. Ja. Oh. Wow. Also mein Gefühl ist heute eigentlich oh, da. Yeah.
Also, es wird meine erste Einzelniederlage auf Video und das ist so richtig. Es sind doch erst an der 7. Naja. Ich lese es auch irgendwie falsch. Hoho. 5. Wieder plus 2. Also mein Handicap spiele ich hier aber weit nicht. Paar, klar. Sehr stark. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, Bunker. Aber es macht nichts, weil dann kannst du ihn vor die Mauer spielen. Oh! So, ja, ja, ja. Ja, der ist und da. Und kommt zurück. Oh Gott, das ist mir schon lange nicht passiert. Stark. Kerzen gerade, hey, Wahnsinn. Geil, oder? Wahnsinn. Unglaublich. Wahnsinn. Ich spiele jetzt irgendwie sicherheitshalber mal mit einer 7 hier raus, weil ich nicht richtig weiß. Ja, es langt ja, wenn du aufs 100-Meter-Ding kommst. Ja, keine Ahnung, 7. Aus das Ding. Ist der zu weit rechts? Nee, ist da. Aber. Ja, aber er ist da. Nein, links. Oh. Oh, und kurz. Und du legst das Ding auch neben mich. So, ist das jetzt hier eine Dreipad-Gefahr bei mir? Hm. Schon, oder? Möglich. Wieder hingeschwuchtelt. Mai. Auch. Oh, oh. Oh. Wow, 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 wow. Auch links vorbei. Und wieder ein Dreipad. Oh. Ah. Oh. Stark. Der war richtig gefährdet. Wahnsinn. Wahnsinn. Nee, Mann. Und? Oh. Ah, bist du bei mir? Ja, ich habe mich jetzt auch überhaupt nicht konzentriert, ehrlich gesagt. Also wieder den Zauberschläger. Was ist der Zauberschläger? Der Hybrid? Ja. Hoffentlich ist der jetzt nicht zu lang oder zu kurz oder mal schauen. Vielleicht kriegst du ja auch was Lustiges mal heute auf deinen Film. Das ist wunderbar. Wieder gerade. Der ist wohl ins Hindernis. Ärgerlich. Fuck. Ärgerlich. 203 Meter. Klopfe ich halt drauf. Im Hybrid. No risk, no fun. Ich muss ja irgendwie riskieren. Oh. Geil oder nicht? Okay, oder? Bunker oder? Ich glaube ja, aber ich meine, du hast ungefähr dreimal Wasser überbrücken müssen. Passt schon. Wo ist er? Ach, da. Hast dich nicht getraut, ne? Oh Gott. Scheiße. So, auch Patten-Scheiße, Bunker-Scheiße. So kann ich keinen Score aufholen, ey. Verdammt nochmal. Wäre jetzt deine Chance gewesen. Mhm. Der ist schön. Der ist richtig gut. Geschenk. Der war echt geschenkt. Ja, aber da möchte ich gerne das Klacken hören nochmal. Okay. Guter Patte, 6 Doppelbogey, mach ich halt nur einen gut. Ist der geschenkt? Ja klar, logisch, mach's doch easy. Bock stark. So, Halftime-Show. Aber die einzige Show, die hier abgezogen wird, ist deine. Ja. Du Maschine. 7 über, ich bin 13 über, also ich werde hier deklassiert gerade.
Aber du weißt ja, jetzt kommen die zweiten neun. Ja, ich habe schon Angst. Das sind meine. Mhm. Jetzt ein bisschen, weißt du, bei jedem Loch muss ich eigentlich nur ein besser sein, dann gewinne ich mit zwei. Mhm. Oder du vielleicht mal einen Strafschlag hier und da. Ja, ich hatte ja gerade den Strafschlag schon. Ja, aber du bist gut, echt. Richtig stark, jeden Ball geradeaus hier. Also da habe ich dran zu knabbern. Jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Jawohl. Geil. Kerzen gerade, so muss das Ding kommen. Der ist richtig geil. Der ist überragend. Besser kann ich nicht abschlagen. Kriege auch fast einen Krampf hier. Muss auch nicht, der ist geil. Ja. Ja, die zweiten. Ich will dir auch keinen Druck machen, aber wenn ich so auf die zweiten starte, ne? Ja, aber es interessiert dich halt nicht. Ja. Es interessiert dich nicht, weil du knallst das Ding genauso daneben. Ja. Wahnsinn! Aber nur daneben. Stark! 250 Meter bergauf, 2,52. Bitte was? 2,52 Meter bergauf, also. Nein! Doch? Ich ja. Da steht der 100er Ding. Ja, aber. Ich habe 123. Dieser. Ich schau mir das nachher der, an. Der Hubbel vor der Fahne 123, also 130. Meter? Nein, 230. Das ist doch viel länger. 130 Meter schlägst du mit dem Sand. Mit dem hier steht der 100er. Ich doch nicht. Ja, jetzt in Distanz, ja. Ja. Ich habe 250 Meter. Ach so. Schneid es bitte raus. Jetzt hast mich schon ganz schön verunsichert, du. Ja. Gerade. Ah, ist schon okay. Oh. Erster schlechter Schlag. Na komm, also bitte. Ist doch nicht schlecht. Ich schlage jetzt einfach eine 9 da hoch an die Fahne, okay? Ja. Okay. Der klang irgendwie ein bisschen getoppt. Nee, der war gut. Und kurz! Ich fass es nicht! Der war kerzengerade. Mhm, der war schön. Eigentlich. Oh. So, gute Annäherung, komm. Manchmal kann ich das doch. Ist gut eigentlich. Nein, kurz und ganz woanders. Junge! Oh, ist das mies! Ey, Mann! Das ist so mies! Die Hälfte habe ich geschafft von den Metern. Sehr schön. Und was hast du jetzt? Ein paar. Come on. Moment mal, der Putt war doch ewig lang. Ja. Wie hast jetzt du den geschafft? Ich habe geguckt, wo ich hinspielen muss, und dann habe ich da drauf gehauen. Okay. Dann war das Ding drin. Mhm. Schade. Mensch, war das eine doofe Linie. Sicherheitshalber die Fahne nochmal raus. Ja, wirklich. Bei diesen kurzen stört mich das. Ich möchte mich hier konzentrieren. Na, leider halt nur eine 5. Mache ich halt nur einen gut, aber ja, immerhin. So, 155. Nehme eine 7. Oder nehme ich eine 8. Das ist natürlich. Die Fahne ist schon wieder so weit vorne gesteckt. Ja, ich riskiere eine 8. Aber ob das so klug ist, das weiß ich nicht. Wir haben ja ein paar 3-Challenge. 2 habe ich schon verloren. Bin 10 Euro hinten. Aha. Wind. Boah. Das richtig ist mit der 8. Jawohl. Oh, links. Eigentlich ein guter Schlag. Komm. Yes. Der liegt drauf. Yes. Oh, da machst du mir Druck. Ich bin drauf. Come on. Schau. Ciao. Ich kann das hier nicht. Mhm. Warum spiele ich denn den? Oh Gott. Mhm. Ja, die zweiten 9. Nee, das liegt einfach nur an dieser 11 hier. So ein hässliches Loch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da wirklich drauf liege. Da hinten habe ich irgendwie was gesehen. Vielleicht hast du Glück. Doch, du liegst drauf. Kann man jetzt gar nicht mal so gut stehen, ne? Nee, vor allem hier Bunker. Oh, auch noch. Das ist jetzt ärgerlich natürlich. Das ist wirklich ärgerlich.
Du, egal. Bitte schneid es mal. Nein, das bleibt drauf. Oh. Der ist natürlich gut. Stark. Komm jetzt, Junge, ein guter Annäherungsputt. Oder einfach rein. Das geht natürlich auch. Stopp, so wenig Geschwindigkeit, stopp, schon mal nicht. Stopp. Schade. Schnellware. Die Möglichkeit war da. Bisschen Schnellware leider. Oh, das ist halt stark. Weißt du, das ist halt stark. Verdammt nochmal. Das heißt, um überhaupt einen gut zu machen, muss ich jetzt treffen. Meine Herren. Unfassbar, ey. Unfassbar. Ja. Passt doch. Nur eins in Anführungszeichen. Hast ja auch mal ein schönes Pärchen. Aber weil deine Annäherung und halt auch echt... Und die Paar-3-Challenge. Das stimmt, aber deine Annäherung war halt mal wieder exzellent. Ist schon auch gut weit hinten, hier. Ja. Nein, ich slice ihn weg. Ist da. Nicht in den Bunker. Fuck. Klappt erst rein. Ja, Draht rein. Super. Super. Einen nach dem anderen hier. Der war gut. Ein Traum. Leichter Draw. Ja, geil. Ist geil. Wirklich. Nein. Oh, doch. Ja, aber der ist da. Passt. Boah, da habe ich ganz schön den Boden gehauen. Aber passt. Auch wieder gerade. Auch wieder gerade. Auf die Fahne. Das ist echt Wahnsinn. Aber es ist ja, guck mal, auf dem Grün. Ja. 2 Meter weg. Aber es ist ja auch kein Zufall. Du spielst einfach gut. Also, er hat mich jetzt gerade gebeten, mich schon hier vorzustellen. So, Sandwich. Ich hoffe, das ist richtig. Damit man sehen kann, wie er ihn jetzt einlocht. Sind wir mal gespannt auf seine Annäherung. Oh Gott, falsch. Rückenlage. Nicht mal aufs Grün. Gerade so aufs Grün. Oh, also das habe ich alles schon mal besser gemacht. Nur zur Zusammenfassung. Ich verstehe es auch nicht, was ich da veranstalte. Oh, das ist tatsächlich zu viel Dampf. Oh. Das wäre noch das Allerschönste gewesen. Das wäre wirklich das Allerschönste. Aber die Linie war perfekt, er war nur... Ja. Boah, ich muss echt mal durchatmen. Zu lang. Der war sehr viel zu lang. Jetzt liege ich nämlich beschissen weit weg. Oh, so viele Kraftausdrücke heute schon wieder. Bisschen mehr. Schenkst mir den auch nicht. Habe ich vergessen. Sorry, auch 5. Beide gleich. Ich habe dir deinen auch nicht geschenkt, weil ich nicht aufgepasst habe. Geil. Habe ich es ein bisschen weggesliced. Bunkergefahr. Nee, drüber. Links davon, glaube ich. Ja. Geil. Der war schön. Oh. Naja. Ja. Passt. Oh Gott, falsche Richtung. Ja, der kommt jetzt schon noch runter. Aber passt. Warum denn so krass falsch eigentlich? Stand ich auch so, muss ich nochmal überprüfen im Videobeweis. Oh, oh, jetzt muss ich mal in den Bunker. Nein, hüpf drüber aufs Grün. Hast das Glück auch gefressen, du. Schöner Aufsetzer, zack, einmal drüber. Ja, geht's halt zum Putten. Sag mal, einfach ist auch anders. Von der Fahnenposition auf dem Loch. Ja, weil heute alles so weit vorne gesteckt ist. So gleich nach Grün anfangen. Ja, ja. Oh, wow. Ah, Birdie schon. Come on. Der ist aber sehr gut. Okay. Und stopp. Der war schon gut, du. Der war echt gut. Den jetzt mal machen wäre natürlich Das wär mal was. Köstlich.
auf jeden Fall halt nicht zu kurz lassen. Ne? Aber das Problem hast du eigentlich nicht. Ja, geschenkt, aber sehr schade. Schade, Paar. Sehr. Und du hast jetzt auch ein Paar-Putt. Ja. Das heißt, wenn es dumm läuft, habe ich wieder nichts aufgeholt. Ja, aber der muss halt auch erstmal rein. Und ich habe ihn verdreht. Währenddessen. Oh. Der sah so aus, als wenn der drin wäre. Währenddessen. Ich habe zugemacht. Ärgerlich. Ärgerlich, aber. Ärgerlich. Wieder eins aufgeholt. Nur mir gehen langsam die Löcher aus. Noch 14. Ich möchte kurz anmerken, dass ich nur noch 3 Schläge hinten bin. 14, 15, 16, 17, 18. Auf 5 Löcher. Oh ja. Oh ja. Positiv. Das Momentum ist auch auf meiner Seite. Komm. Einfach guter Abschlag hier. Entspannt da vorne hin. Nein, ich slice es weg. Ja, aber der liegt halt im Bunker. Das ist nicht so schlimm. Mitten rein in den Bunker. Fuck. Oh, ich bin auch bei dir im Bunker. Hinterher. Ich wollte eigentlich auch drin, hä? Links vorbei. Ja, ja so gut. Nett. Raus ist raus. Oh, getoppt. Der geht zu weit, hä? Nee. Oh, doch. Stopp. Liegt. Ja, liegt. Oh, nein! Oh. Was mache ich denn für eine Scheiße? Könnte ich an dem Loch vielleicht ja was aufholen? Mano, jetzt hör auf! Der ist halt trotzdem sehr gut. Der ist super. Das ist ein klasse Schlag. Wahnsinn, du. Ganz stark. Oh. Wow. Mit dem 1, 2, 3, mit dem 4. und bei mir kommt der 3. Der ist schnell. Oh. Der ist viel zu schnell. Oh. Der ist viel zu schnell. Um Himmels Willen. Kannst du die Fahne noch rausmachen? Danke. Patte ich von da schlechter, als du das Ding annäherst. Himmels Willen. Nein, 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 nein. Okay, hast du eine 5? Nö, ich habe eine 4. Ein Paar habe ich gespielt. Ach so, stimmt. Oh ja. Oh ja. Ja, was regst du dich dann über diesen Putt so auf? Ja, der war ja halt, der zweite war halt richtig gut. Mhm. Das ist eine 6 und ich bin nur noch ein hinten. Oh, komm. Kannst schon. Du kurz dich auf die Hände fallen? Ja, ja, ich heb auch noch die Fahne auf. Ja, danke, danke. Aber ich gönn's dir ja, dass du nach 9 Löchern dann endlich mal ins Spiel gekommen bist. Nur jetzt stabil bleiben, nicht vom dummen Geschwätz jetzt mich rausbringen lassen. Welches dumme Geschwätz? Da bin ich anfällig, dass ich selber Bullshit rede und das mich dann ein bisschen beeinflusst. So, jetzt kein Slice, sondern mal wieder so einen geilen, wie auf der 10. Das war der geilste Abschlag, den ich je gemacht habe. Oh, der zieht rechts hoch, du. Aber ist da, oder? Naja, bisschen hoch, aber Mitte Fairway. Stark. Jetzt ist dein Finish auch geil. Hast du auch gehalten. Perfekt dadurch. Super. Draw in die... Alter, du bist 40 Meter, 50 Meter weiter. Wahnsinnsteil. Geiler Schlag. Wahnsinnsteil. Auch richtig... Das sah so geil aus. Du bist so richtig durch den Ball ja, durch. Ja, ich hab's hast aufgedreht, hast die gehalten. Die Hüfte war da. Oh nein. Oh. Ja, ja. Hä? Ja, ja. Ist der dahinter? Nö, kurz Anfang. Ah, grün. Da Anfang sehe ich ihn. Ja, super. Da belohnt sie sich für den Drive. Und bin zu weit. Oh, nö. Knapp drüber. Doch, der rollt schade. Und ist drunten. Guter Schlag eigentlich. Ja. Mann, es kann nicht sein. So, da habe ich ja einen kurzen Putt vor mir. Ah, schade. Biegt er doch mehr ab als gedacht. Ja. War auch okay. Mm.
zu weit links. Ich weiß schon beim Schlagen dann. Dreipad wieder. Ich starte schon nicht auf der richtigen Linie. Das ist natürlich ärgerlich. Dann macht sie halt einen gut wieder. Fuck! Yes! Ah, da bin ich wieder zwei hinten. Geil! So ein schönes Loch, um ein Pärchen zu spielen. Ja, genau, perfekt. Sehr geil! Perfekt. Ausholen ist es. Hammer! Weiter ausholen hier. Ja, passt. Bisschen flach, aber dafür rollt er. Wunderbar. Der springt nochmal richtig. Ja. Oh, Spitze. Bunker. Oh, drin. Gott, bin ich einfach doof. Hätte ich ihn geradeaus runtergespielt. Ärgerlich für dich, gut für mich. Warum mache ich ihn sowas? Jetzt legst du ihn halt mal an Stock. Ja? Das ist der Plan. 144 Rückenwind, das ist eine 9, lockere 9. Mhm. Ah! Oh! Danke! Deutlich kurz. Danke! Deutlich kurz, hab aber auch nicht Vollgas. Warum eigentlich? Ach Mann, warum kann ich den dann eigentlich nicht mal normal spielen? Okay, falsche Richtung, so, aber... ich nehme mal den Sandwich hier. Ah! Ach, der kommt zurück mit der Bank. Ja. Gut. Der war schlecht, wenn ich dir das so sagen darf. Wow. Also mein kurzes Spiel, was ja mich sonst, kann man schon sagen, hier und da mal auszeichnet. Mhm. Das ist ein bisschen dünn gerade. Heute schlecht. Wow. Oh, leck. Nein. Nein. Ah. Nicht dein Ernst. Geiler Typ. Oh, ich hasse dich. Was ist das von da hinten? Und ich hab schon 4. Oh. Du solltest jetzt, ja. Naja, wenn du jetzt reinmachst, bist du immer noch eins vor. Unfassbar. Nee. Kann ich dir auch leider nicht schenken. Break. Oh, unfassbar. Das hätte bei dir mindestens einfach ein Zweipad sein müssen. Jo. Damit sind wir wieder ausgeglichen. Scheiße. Score-technisch. Yes! Come on! Erstmal verschnaufen hier. Ich muss das ja jetzt hier 175 Meter weit dahin prügeln. Mit meiner 5, meinem Lieblingsschläger. Magst du sie nicht? Null. Ich hasse diesen Schläger. Aber es ist mir egal, weil ich werde jetzt, hier und heute, die gut treffen und das Ding aufs Grün legen. Gut, mach. Und dabei die paar 3-Challenges ausgleichen. Oh, der ist links. Shit, Bunker. Jawoll. Okay. Spiegelei. In the bunker. Also 5 Euro kriege ich auf jeden Fall schon, ne? Ja, das ist schon mal safe. Nein. Na, Spitze. Oh Gott. Naja, da ist nichts. Nicht im Bunker. Nichts verloren, aber... Kannst du jetzt wieder eine geile Annäherung spielen und gut ist. Meine Kraft ist weg. Ja, es geht halt 18 Löcher. Super. Super, super, deine Annäherungen. Geil. Oh, stark. Bockstark. Respekt. Das heißt, ich muss das Ding jetzt hier landen lassen. Geil, Mann. Was war das für ein Chip von mir? Wahnsinn. Boah, was soll ich denn, wie soll ich den denn überhaupt da zum Stoppen bringen? So erklär mir das mal. Ja, klar. Klar. Oh, oh. Und noch schön eingebuddelt, das Ding. Sand. Liegt schön in seiner eigenen Kuhle, das Teil. Super.
4. Dann wird das sauer. Ja. 1, 2, 3 mit dem 4. Oh, shit. So, aber jetzt mit meiner Schadenfreude patte ich den mit Sicherheit dran vorbei. Bergab und mit Break. Ich muss das Ding machen, Alter. Damit ich nur eins hinten bin. Wie so ein Bunker dir das... Ah! Das ganze Comeback. Das Comeback. Oh Mann. Oh, oh. 6. Wow. 2 hinten. Wow. Scheiße. Scheiße. Ich wusste es. Ich habe es dir vorher schon angekündigt, dass mir das Loch das Genick brechen kann. Letztes Loch. Jetzt bin ich da 2 hinten. Wie soll ich denn auf einem Par 5? Da müsstest du ja wirklich Mist bauen. Und ich bin auch schon wieder 50, 60 Meter hinter dir. Du bist auch ein Mann. Ja, stimmt. Es wäre ja noch schöner, wenn ich von hier hinten starten müsste. Ja, aber schon auch. Nee. Abstand. Also ich muss da links von den Bäumen, ne? Ja. Auf dem Bunker da. Ja. Ich hätte es nach diesem Wahnsinns-Comeback auf den 2.9. schon verdient gehabt, muss ich sagen. Oh nein. Wunderbar, auch wieder geiler Durchschwung, Finish. Top. Geil. Werde ich das Ding mal mit der 6 über den linken Baum leicht anslicen. Noch das Fairway spielen, oder? Das ist der Plan. Ja, geil! Geil, dieses letzte Loch. Ach komm, Alter. Nee. Achtung. So, der 4. 1, 2, 3, 4. Super geil. Ist da. 100 Meter Gap Wedge. Mit der 5. Muss jetzt rein. Nein. Im Bunker nochmal. Den nehme ich nochmal mit. Ach nee, davor. Hat nicht mal gereicht. Ich bin leer. Du. Naja, wenigstens bleibt er davor. Ja, ich das jetzt noch mal so schaffe wie gerade. Ja, pack du doch jetzt noch mal einen guten aus, weil ich sag mal, der Sieg ist ja deiner. Naja, du, ich jetzt, kann auch noch in Bunker. Ich ja, kann noch in Bunker noch und noch dreimal schlagen. Der ist schon, mir wäre es lieber, ich liege im Dicken. Mhm. Der ist mir auch. Super. Spielst du alle ziemlich gut heute. Vielleicht kriege ich das jetzt noch mal hin mit dem kurzen Spiel. Ja, der ist doch ganz gut, oder? Ist ja nicht komplett einfach. Das ist echt mies, schon mal wieder liegt. Der liegt in so einer Kuhle drin. Und auch den stark. Ah, da ist gegen dich heute kein Kraut gewachsen. Okay, stark. Der letzte muss fallen. 8, hä? Oh Mann. 8 ist natürlich. Da hast du mich ordentlich zerstört. Das müssen wir natürlich jetzt gleich dann nochmal analysieren. Oh, nach dem Comeback. Dieser Kamera. Die Kamera macht nicht weg. Die bildet einfach die Realität ab. Nein, gut, Recap. Ich habe verloren. Und zwar meine erste Einzelniederlage jetzt auch. Im Matchplay habe ich damals schon, oder im Scramble habe ich verloren. Ach, jetzt auch alleine. Also wir haben ja von den hinteren Abschlägen gespielt. Und ich muss sagen, ich habe zu Recht verloren, weil du einfach heute auch bombenstark warst. Du hast ja gespielt am Ende 89 Schläge. Und Stableford mit deinem Handicap, was ist das für ein Handicap? 13,9. So. Und hast 41 Nettopunkte gespielt.
Also hättest dich auch nochmal krass verbessert. Ich habe immerhin auch 38 netto gespielt, also eigentlich auch besser als mein Handicap. Hab dann Strokeplay aber 93. Das ist halt viel schlechter. Auf den letzten, zwei Löchern nach dem Comeback auf den zweiten, Leute. Du hast es dir versaut. Da habe ich es mir echt versaut, du. Nachdem ich so zurückgekommen bin. Ich war eigentlich sicher, ich krieg das hin. Naja, nee, also insofern, Scorekarte, du hast ja auch ein paar, gut, du hast ja eigentlich 1, 2, 3, 4 Double Bogies, okay. Aber das war das Schlechteste. Sonst eigentlich immer souverän ein paar Bogies. Ich habe auf den zweiten 9 halt echt 1, 2, 3, 4, 5 Pars gespielt. Mhm. Zwei Bogies und guck mal, nur die letzten 3 habe ich eigentlich verkackt. Ja. Naja, also, wie dem halt auch sei und ist, Niederlage für mich, Sieg für dich, verdient. In allen. In allen, achso, ja, gut, paar 3 Challenges habe ich auch verloren. Mhm. Eins quasi. Ich habe, ja. Genau, also minus 5 Euro. Muss ich auch noch. Schwarze Peter hatte ich auch mit 3 Putts. Naja, einzig Positive, mal wieder wunderschön gelegener Platz auch. Habsberg ist jetzt bekannt. Qualität war gut, Sonne war gut. War super, ja. War ein bisschen warm. Bisschen warm, aber 3 Stunden 50. War okay, ja. Ging schnell. Haben wir mal wieder was getan. Gut, also. Das schreit auch nach einem Rematch übrigens, weil ich kann mich mit so einer Niederlage kann ich mich nicht zufrieden geben. Dann halt mal in Erlangen. Genau, in Erlangen, sehr gute Idee. Gut, alles klar, also tschüss. Tschüss.